Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Wir treffen gleich ein paar Urlauber, die ziemlich überrascht darüber sind, was sich auf Malle stark verändert hat. Nämlich die Preise. Vor allem bei den Getränken würde ich sagen, die Getränke sind da doch etwas teurer. Früchte sind teuer geworden. Öl, Sonnenblumenöl, klar. Fleischartikel, Lebensmittel. Auch auf Malle wird's also teurer. Was für Urlauber ärgerlich ist, ist für manchen Einheimischen aber sogar hochdramatisch. Denn auf der Insel kämpften viele gerade ums nackte Überleben. Friseurin Heimke Mansfeld lebt seit 23 Jahren auf Mallorca und organisiert mehrere Hilfsstationen, an denen Bedürftige versorgt werden. Die 53-Jährige weiß ganz genau, bei den aktuellen Preisen für Fleisch, Brot und Öl können sich viele das Leben hier nicht mehr leisten. Menschen können hier einfach nicht mehr leben und gleichzeitig sich Essen kaufen. Inflation zum Beispiel liegt hier auf Mallorca bei 14,5%. Man kann sich ja aussuchen, entweder zahle ich die Miete oder ich kaufe mir was zu essen. Die Folge? Immer mehr Mallorquiner verzweifeln und können ohne die Unterstützung der Hilfsorganisation nicht mehr überleben. Auch in dem kleinen Fischerdorf Porto Colom, wo Susanne Weiß die Ausgabestation ehrenamtlich leitet. Die Gründerin einer Reinigungsfirma weiß aus vielen Gesprächen, dass es die meisten enorme Überwindung kostet, Essen für Bedürftige abzuholen. Inzwischen kommen aber alle möglichen Menschen zu ihr, auch deutsche Auswanderer, denn viele haben einfach keine andere Wahl mehr. Von den Familien kommt immer einer, der die Sachen abholt. Und wir verpflegen zurzeit nur in dieser Station ca. 250 Personen. Unter den Bedürftigen befindet sich auch die 38-jährige Adolfine. Sie war früher Zimmermädchen, ist verheiratet, Mutter einer 10-jährigen Tochter und kann sich und ihrer Familie heute kaum noch was zu essen kaufen. Also ich bin gerade arbeitslos, nur mein Mann arbeitet. Unsere Miete und all die Kosten belasten uns sehr. Wir haben ja auch noch das Mädchen. Adolfines Mann verdient als Maurer 1.000 Euro netto. Nach Abzug von Miete, Strom und anderen Fixkosten bleiben der dreiköpfigen Familie im Monat gerade mal 200 Euro zum Leben. An der Hilfsstation bekommt die Mutter eine vorgefertigte Kiste mit Obst und Gemüse, deren Inhalt sie einpacken darf. Und bald werden in der Familie sogar noch mehr Lebensmittel gebraucht. Die 38-Jährige ist hochschwanger. Da möchten wir helfen. Wir verabreden uns etwas später mit Adolfine und ihrer Tochter Milagros auf einem nahegelegenen Parkplatz. Für uns ziehen sich die beiden sogar ihre besten Klamotten an. Auch Susanne Weiß ist weiter dabei und übersetzt für uns. Mutter und Tochter ahnen noch nicht, welche Überraschung jetzt auf sie zukommt. Wir gehen jetzt in den Supermarkt mit einem Einkaufswagen und kaufen all die Sachen, die ihr normalerweise nicht kaufen könnt. Ist das super? Ja! Was hättest du denn am liebsten? Schokolade? Und dann geht's auch schon los. Einmal nach Herzenslust einkaufen und all das einpacken, was sich die Familie sonst nie leisten könnte. Die Rechnung übernehmen wir. Im Einkaufswagen landen Fleisch und auch hochwertiger Fisch. Adolfine ist sichtlich bewegt. Und auch Tochter Milagros merkt, dass ihrer Mutter in diesem Moment endlich einmal die Last von den Schultern abfällt. Dann geht es weiter zu den Süßigkeiten. Einen für mich, einen für Papa und einen für dich. Und das hier ist für ihn zum Schlafen. Die 10-jährige Milagros denkt sogar schon an ihr noch ungeborenes Geschwisterchen. Schließlich kommt das Speiseöl. Als Adolfine das einpackt, brechen bei ihr plötzlich alle Dämme. Mit 4 bis 6 Euro pro Liter ist der Preis für Speiseöl auf Mallorca ebenso wie in Deutschland stark in die Höhe geschossen. Adolfine und ihre Familie können sich deshalb schon längst kein Öl mehr leisten. So einen Ölbehälter hatte ich noch nie. Adolfine kann ihr Glück kaum fassen. Am Ende kommen über 250 Euro zusammen, die wir natürlich gerne übernehmen. Dann heißt es jetzt ab in die kleine Wohnung im Arbeiterviertel. Hier wohnt die Familie auf 60 Quadratmetern und zahlt dafür 550 Euro Warmmiete. Das Kinderzimmer von Milagros ist so klein, dass gerade mal ein Bett reinpasst. Trotzdem stehen für die Familie jetzt endlich mal ein paar sorgenfreie Tage an, an denen so richtig geschlemmt werden darf. Was Adolfines Mann wohl dazu sagt. Mein Mann, der wird erstmal geschockt sein. Am Ende des Tages sind Mutter und Tochter überglücklich und versuchen das auf Deutsch auszudrücken. Danke, Sankt Veit. Danke, Sankt Veit.
Gracias. Wir wünschen der bald schon vierköpfigen Familie, dass die Zukunft wieder bessere Zeiten bringt.